Hallo Leute, seid auch keine Angsthasen, schaut ruhig bei mir herein. Ihr lasst euch doch von dem bisschen Durcheinander hier nicht bange machen, oder? Ich will euch auch die Geschichte von der Geistermühle erzählen. Also, es ist zwar lange, lange her, da war ich der reichste Müller des ganzen Plonbachtales. So schnell wie das Mehl in den Mehlsack fällt, genauso rasch füllte sich auch mein Geldsack. Die vielen Taler verhalfen mir zu einer wunderschönen Frau. Und zu einem fleißigen Knecht reichte es auch noch. Doch eines Tages erschien in meiner Mühle mit einem grauen Bart und bat um etwas Brot und einen Schluck Wein. Denn er habe einen riesigen Hunger und sein Magen knurre wie ein altes Brett. Ich saß gerade beim Abendbrot und ließ es mir schmecken. Und vor lauter Geiz und Geldsucht vergaß ich ganz, was Mitleid war. Und jagte ihn in die kalte Nacht hinaus. Und dann hörte ich, wie er draußen mit lauter Stimme einen schrecklichen Fluch auf die Mühle legte. Und seitdem ist mir das Lachen gründlich vergangen. Kein Bauer brachte mir sein Korn zum Mahlen. Bald stand die Mühle still, der letzte Taler war weg. Und der Knecht lief auch noch mit meinem schönen Weib davon. Dafür sind Spuk und Geister in meine Mühle eingezogen und machen mir das Leben zur Hölle. Ich armer Mann. Wie siehst du denn aus?